Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA Ultimate Team 23 Pack Opening und ihr seht schon wieder im Hintergrund 9 Packs, die zeige ich euch gleich und wir können, wie angekündigt, den Cristiano Ronaldo, weil in seinen neuen Verein aus Saudi-Arabien ziehen im Team of the Week für seine 4 Tore. Deswegen mal schauen, ob wir Glück haben. Natürlich klar, ihr seht ja hier ein paar andere Team of the Week Spieler, wir freuen uns über jeden. Aber natürlich klar, so besser umso schöner ist auch aktuell die beste Karte im Team of the Week. Von daher, mal schauen, ob wir es ziehen können. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefällt. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr auch Packluck hattet. Genau, ich zeige euch kurz einmal die Packs. Die sind wie folgt hier. Das sind jetzt nicht so spektakuläre, wobei der ist natürlich 80 plus, der auch. Der ist 82 plus sogar, das ist immer sehr, sehr, sehr gut. So, und wir fangen natürlich mit den ein seltenen hier vorne an. Vor allem gemischte Goldspieler-Packs. Klein. Okay, wobei das ist besser. Mit 3. Aber das, die machen wir erstmal. So, let's go. Schauen wir mal, ob wir da Glück haben und irgendwas Schickes ziehen können. Wir können schon mal einen Torwart aus Portugal ziehen. 82er, okay. Aber hey, besser als nichts. Alles zum Verein. Okay, 9 Packs. Sehr wahrscheinlich gehen 9 Packs sehr kurz. Wenn wir jetzt nichts Spektakuläres ziehen. Genau. So, und dann, okay, aber der ist auch nicht so gut. Früher immer Ramos, aber gibt es ja nicht mehr bei Real Madrid. Der kommt aus Paris jetzt. So, okay, ansonsten, ja, ein bisschen was für einen Verein, für SBCs. Gut, dann das nächste Prime Goldspieler Pack, klein. 3 seltene, also let's go. Schauen wir mal, ob da was Gutes bei rumkommt. Ich das nicht. Okay. Das ist euer Ernst. Ich dachte so, Norwegen. Und dann, oh, es ist Haaland. 88er Haaland. Okay. Gönnt. Gönnt, gönnt, gönnt. Ich guck nur mal kurz. Ich will nur mal wissen, für was der aktuell gehen würde. Aber es muss halt jemand auf der Switch sein, der da was für ausgeben will. 115, okay. Wie die Coins haben. Also ich könnte ihn theoretisch, wenn ich ihn verkaufen wollen würde, verkaufen. Ja, der bricht ja jeden Rekord um Rekord. Es kann natürlich sein, dass er nachher noch so eine Special Card bekommt. Er wird auf jeden Fall im Team of the Season drin sein und er wird sehr wahrscheinlich einen Rekordbreaker bekommen, weil er sehr wahrscheinlich den Torrekord der Premier League brechen wird. Ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, waren es 34 Tore in einer Saison erzielt aus 38 möglichen Spielen. Tja, schauen wir mal, ob der den knackt. Der müsste jetzt den City-Rekord, hat er schon mal eingestellt in dem Sinne, weil er weniger Spiele gebraucht hat als Aguero damals. Ja, das heißt ein Tor noch und der hat den alleinigen Rekord von Man City, den besten Torjäger zu stellen. Ja, und ansonsten gehen wir mal weiter hier. Genug Geschichten erzählt über ihn. Aber ja, wir schauen mal. So, dann, achso, da war noch eins mit einem seltenen. Ja, dann machen wir das doch mal hier. Schauen wir mal, da ist auch Bronze und Co. drin. Wir können ja zufrieden sein. Oh Gott. Das ist einfach ein Silberspieler, meine beste Karte. Okay, deswegen. Ah, alles klar, okay. Nee, das war nicht so toll, aber egal. Zum Verein. So, dann machen wir das zuerst. Ja, machen wir das, gucken, was wir noch hier haben. 80 plus. Ja, wir machen das mal so. Und dann hoffen wir das Beste. Genau. Weil manchmal, wenn ich den Spieler nicht direkt erkenne, wundert euch nicht, wenn ich mich nicht direkt freue. Wie beim Haaland zum Beispiel. Ja. Ne? Habe ich halt nicht direkt gecheckt und dann war der schon aufgeploppt, wo ich gecheckt habe, dass es Haaland war. können wir abstoßen, Rest zum Verein. Genau. So, zack. Und dann mache ich das zuerst auf. Ja, ne? Das als letztes. Ja, ja, dann sind wir schon wieder durch. Und so, Zeit. Ja, ja. Ich habe ein bisschen mit Haaland erzählt, aber das passt schon. Okay. Baku. Ich habe keine Ahnung, der. Kann ich den? Nö, okay, dann. Ciao, weg mit dir. Wenn du eh untrade bist, ich will den nicht sammeln. So,
Okay, das war ein Satz mit X, das Pack, das war wohl nix. So, dann, das sind die gleichen. Genau. So, dann schauen wir mal, ob mich nochmal irgendwann noch eine Special-Karte anlächeln könnte. Heuberg, 83er Heuberg. Okay, kann ich mitleben? Kann ich mitleben? Nehme ich mit. Duplikat zum Verein. Okay, ansonsten nichts Spektakuläres. Achso, ja, das sind, glaube ich, jetzt, wenn ich mich vertue, schon ein paar transferierte Spieler dabei. Ich weiß noch nicht, wann der zum HSV gewechselt ist. Der war mal bei Köln und dann ist er nach Basel gegangen, glaube ich, und dann ist er zum HSV gewechselt. Ne, ein bisschen Story weiß man ja. So genau, aber jetzt die Zeiten weiß ich jetzt leider nicht. So, und dann, weil ich muss halt gucken, ob ich irgendeinen Spieler ziehe, der transferiert ist, ob mir das direkt auffällt. Das weiß ich natürlich nicht. Das kann ich euch natürlich nicht sagen. Wenn ich das hier so durchscrolle, wenn ich einen übersehen haben sollte, dann tut es mir leid. Verzeiht mir das. Ich gebe natürlich immer mein Bestes. So, und dann nochmal hier einmal das letzte Pack. Dann schauen wir mal. Und da kommt nichts bei rum. Weil die alle. Ja, okay. Und das ist halt auch einfach nur. Weiß ich nicht. Ist das berechtigt, dass er 82 hat an Rating? Ich habe keine Ahnung. So. Ansonsten, ja, seht ihr das hier? Das war mein letztes Pack. Bis auf Haaland haben wir nichts Spektakuläres gezogen. Ich bedanke mich aber trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und wir sehen uns einfach dann im nächsten Video wieder. Und damit ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.